Ein Hallo und herzliches Willkommen zurück hier zu Astrometica. Ja, und als erstes werden wir mal die Folge beginnen mit einem Test. Und ihr seht es, mein Sauerstoff geht zu Ende. Und ich möchte euch gerne mal zeigen, wir haben das hier drin. Also 9 Platten Kupfer und oder Barren. Und ich wollte euch gerne mal zeigen, dass ihr auch wisst, was passiert, wenn ihr stirbt. Denn es ist alles nicht so schlimm. Ihr kommt am letzten Ort wieder raus, ja. Und es kann jetzt sein, dass man ein bisschen, ich muss mal ganz kurz prüfen hier. Okay, ja, wir haben das so gespeichert, das passt dann wohl. Genau, dann war es der letzte Speicherpunkt. Genau, und wenn ihr dahin zurückgeht, wo ihr gestorben seid, findet ihr eure Kiste wieder und es müsste alles drin sein. Zumindest war es bei mir so, wir prüfen mal, sortieren, ja, brauchen wir vielleicht nicht. Sortieren wir nochmal und dann passt es, es ist wirklich alles da. Ja, ich habe jetzt einfach mal relativ wertvolle Eisenplatten und Kupferplatten genommen, damit man das dann auch spürt, den Verlust. Aber es ist alles im grünen Bereich. Gut, so viel dazu. Das wollte ich gerne nochmal gezeigt haben. Und ja, waren das gerade unsere Hände? Gelbe Handschuhe? Okay. Gut, ich würde mal ganz kurz prüfen, wo wir das jetzt alles hier wieder hin tun. Ich glaube, hier hat man das Kupfer her. Genau, dann können wir das mal hier reintun. Und ich habe diesmal nicht so viele Eisenplatten, weil wir einfach nicht so viel Platz haben. Aber das ist nicht so schlimm, glaube ich. So, ja, ihr seht auch, ich habe das überall ein bisschen reingemehrt, wo Platz ist. Warte mal, die können wir mal mitnehmen hier. Das können wir mal tauschen und das auch. So, dann haben wir unsere Reihenfolge wieder für unseren Inneren. Na, ihr wisst schon. Ja. Dessen Name nicht genannt werden darf. Nein, für den inneren Monk natürlich. Gut, okay. Ja, wir haben ja hier die Fabrikatoren aufgebaut, den normalen, den verbesserten, den Schmelzer und hier den Recycler. Und wir haben natürlich noch mehr Geräte und da würden wir uns vielleicht mal ganz kurz. Achso, die müssen wir noch reinziehen. Jo, das wäre sinnvoll. Dann gehen wir mal auf die 2. Und ich würde mal gucken. Wir haben ja jetzt hier noch die Upgrade-Station, da weiß ich noch nicht so genau. Dann haben wir den Tool-Modifikator, die Basis, ja, Verschönerungssache und den Power Cell Charger, also sprich, das sind die großen Batterien, die wir zum Beispiel in dem einen Tunnel da drüben gesetzt hatten, ne? Genau. Gut, ich würde aber jetzt erstmal schauen, dass wir irgendwie nochmal ein bisschen an mehr Strom kommen. Das heißt, ich brauche sowas, 4.1. Und dann brauche ich noch sowas, beziehungsweise wollte ich eigentlich sowas setzen, ne? Dann machen wir 2.2.1, das kriegen wir hin. So. Das haben wir hier irgendwo. Ja, eigentlich ist das wurscht, ne? Ja, egal. Ihr wisst ja. So, wartet mal, wo war es jetzt? Achso, ich kann es ja anpinnen, genau. Ich brauche noch 2 Eisenplatten. Das ist doch herrlich. Dann schauen wir mal, ob wir das so hinbekommen. Wunderbar. Ja, die haben wir schon und ich bin gespannt, ob das jetzt so funktioniert, wie ich mir das denke. Dass wenn man. Upsala. Ja, da brauchst du dich nicht wundern, dass du nur noch 100 Leben hast, ne? Wenn ich den jetzt hier setze, tut der kollidieren? Ich probiere das gleich mal hier bei dem. Der kollidiert. Okay, gut. Was hätten wir denn hier? Einen verbesserten. Aber ich weiß noch nicht, wo wir den Fungus herkriegen, den Pilz. Naja. Weißt du was? Ich setze dich mal hier hin. Finde ich eine gute Idee. Jo, läuft. Läuft. Gefällt mir. Für den Moment zumindest. Und wir schauen mal, ob es etwas bringt, ob unsere Solaranlagen noch mehr Speicher freigeben. Das ist nämlich jetzt der Test. In der Tat, schaut sich an, 625. Wie kann das sein? Das ist doch bloß ein Speicher. Ich habe ja auch keine 5 zu 12 pro Zig. Ja, ich habe keine Ahnung, was das für eine Sache sein soll. Aber wir haben auf alle Fälle erstmal mehr Strom, das ist auch was wert. Gut, dann würde ich jetzt das Vehikelchen hier bauen. Da müssen wir mal gucken, wo wir das andocken. Das könnten wir oben machen. Ja, das können wir oben machen. So, ich nehme das mal. Wartet mal, ich will mal das hier rausnehmen. So, ich brauche also 4 davon. Jupp, haben wir. Ich brauche 4 davon. Dann haben wir hier so ein Dings. Dann brauche ich 3 Silber. Oh, es geht zu Ende. Das ist nicht so schön. Dann brauchen wir eins davon und ich brauche 5 Nickel waren das, ne?
So, okay, dann haben wir das. Ja, und dann werden wir mal schauen, was uns das, diese, was ist das Fahrzeugbucht ist das, ne? Vehicle Station, Buildable Struktur. Da können wir unsere eigenen Fahrzeuge herstellen. Das ist doch nicht schlecht. Gut, dann machen wir das mal. Ich drehe das mal, ob das hier ranpasst. In der Tat, es passt hier ran. Hat das hier eine eigenen? Ja, es muss ja eigentlich, ne? Oder sieht wie eine. Ah! Cool. Ne, das ist echt cool. Das gefällt mir. Ich überlege gerade. Das habe ich ja jetzt nicht dabei, aber rein theoretisch haben wir hier ein bisschen was verschenkt, ne? Haben wir doch, oder? Seht ihr das auch so? Du mit deinem Warning immer. Mach mal ein bisschen Latte hier. Ja. Warning. So, jetzt haben wir es gleich live, wie wir sterben. Habe ich schon Sauerstoff? Nee. Ah, guck dir das an, wie lange der braucht. Hältst du nicht im Kopf aus? Und wir haben es noch geschafft. Das ist wie bei Planet Crafter. Da sind wir genauso unterwegs. Immer von Kante zu Kante. Ja. Okay, ich nehme jetzt mal den Sauerstoff mit. Wir können mal hier ein Wasser nehmen, oder? Haben wir noch? Das sind die Kleinwasser. Ja, kann man eigentlich auch mal. Aber die anderen kriegt man so schön geschenkt hier, ne? Nehme ich mal. Jawohl. Und haben wir noch Sunny-Päckchen? Ne, die habe ich schon aufgebraucht und trotzdem habe ich mir irgendwie in den Kopf gestoßen. Naja, gut. Das klingt aber auch verkehrt, wenn ich das so formuliere. So, gut. Wartet mal. Ich will noch ein bisschen Glas, will ich noch mitnehmen. Ich weiß jetzt nicht, wie viel wir brauchen. Was brauchen wir dafür? Zwei immer. Ja, machen wir mal. Wir haben ja genug, ne? Wir haben es doch. Ne, die Ecken, da hätte ich schon ganz gerne. Jo, gefällt mir. Oh, das ist total genial. Echt schön. Kannst nicht anders sagen. So machen wir es. Und hier haben wir jetzt unsere Vehicle Station. Vehicle Constructor. Skipper und die Simmen Vehicle. Fangen wir mit dem. Sieht aus wie ein Fahrzeug und das sieht eher aus wie so ein Moped oder sowas. Gucken wir mal. Ja, also ist eher so ein zuverlässiger Kumpel in den Weiten des Kosmos. Ich finde auch cool, dass sie Kosmos nehmen. Gefällt mir. Dann sollte eigentlich auch klarer sein, wo das herkommt, oder? Ja. Das hat eine Lagerkapazität. Eine eigene Sauerstoffversorgung. Oh. Und das sichert dir die Mobilität während deiner Entdeckungen. Und es ist ein modulares Design, was dir erlaubt, noch andere Sachen zu installieren. Ja, wie du das gerne hättest. Das wird man dann wahrscheinlich sehen, wenn man das Fahrzeug gebaut hat. Wir brauchen einen Motor, wir brauchen zwei Orbiter, zwei Powerzellen und einen verbesserten Chip. Achso, der Skipper. Der Skipper braucht nicht so viel, braucht aber dafür mal 100 Energie. Der braucht 300. Wow. Müssen wir das ständig bereitstellen oder einmalig? Das weiß ich jetzt auch nicht. Der braucht einen Orbiter, zwei Goldbahn Elektrik und eine Powerzelle. Das hätten wir auf alle Fälle. Also brauche ich insgesamt drei Powerzellen. Ja. Weißt du was? Da müssen wir erst noch mal gucken, ob man das mit dem Strom hinbekommen. Halt, ich hätte das mal anpinnen können, ne? Ich bin auch gut. Das machen wir mal. Wir pinnen das mal an und dann stellen wir das mal her. So, einmal, zweimal. Und das andere kann ich hier. Was ist denn das? Das hier? Das nehmen wir mal weg. Genau. Dann sehen wir nämlich, was wir brauchen. Und das ist echt cool. Gefällt mir. Warum zeigt denn der? Achso, der tut das nicht stacken. Der macht das separat. Okay, gut. Kein Problem. Da haben wir das. Eine Glühbirne brauchen wir nicht. Brauchen zwei Goldplatten. Haben wir die schon? Die haben wir schon. Das passt. So, was brauchen wir denn noch? Zwei Elektronik. Haben wir auch. So, und jetzt müssen wir mal gucken, wo wir das herstellen. Bei dem Verbesserten bestimmt hier, ne? Da brauchen wir erstmal drei Nickel, ein Silber, ein Celestin.
Drei Nickel. Wir haben kein Silber mehr. Wo kriege ich denn Silber her? Silber muss ich abbauen gehen. Eieieiei. Base Power 511 zu 625. Was ist da los? 511 zu 625. Also wir sind im Plus, sonst würde ja der Strom ausgehen. Verstehe ich bloß nicht, warum das so angezeigt wird. Das ist ein bisschen putzig, ne? 511 von 625. Ja gut, ist okay. Kann man auch so machen. Ist kein Problem. Gut. Wie sieht's aus? Das Ding ist voll. Habe ich was zu essen dabei? Nee, haben wir nicht. Haben wir nicht. Haben wir nicht. Mach mal. Machen wir noch einen. Was hat denn der eigentlich? 100. Ja, ist egal. Okay, das passt. Wasser haben wir auch voll. Sehr gut. Okay. Müsste ich noch eine Batterie mitnehmen? Vielleicht. Wo müssen wir hin? Da runter. Da fällt mir jetzt als nächstes ein, dass man dort. Ja, wie heißt es denn gleich? Silber haben. Silber. Silber hat man auch hinten, aber da haben wir nichts mitgenommen. Ja, muss man auch nicht, ne? So. Das passt schon. Habe ich Sauerstoff dabei? Eins. Du bist aber mutig. Das ist aber eigentlich ist das nicht mutig, sondern eher das andere, ne? Hui. Brauche ich bis nach Hause. Wir probieren mal unser Glück. Okay, wir setzen ein volles Risiko. Ja, das wird eng. Ja, ich mach's trotzdem. Ja, es geht jetzt schneller auf einmal, oder? Naja, kann täuschen. What? Abfahrt. Wieso ist denn das doppelt? Wieso ist denn das doppelt? Das wird eng. Haben wir noch eine andere Möglichkeit hier in der Station? Nee, ne? Aber sowas könnte man eigentlich setzen, ne? Das haben wir ja sonst auch mal so gehandhabt. Auch bei Blended Crafter ist mir natürlich ein bisschen die Woche im Fauxpas unterlaufen. Da habe ich mir natürlich ja, gleich die Sauerstoffprobleme. Aber das werden wir in den nächsten Folgen sehen. Weil ich keine Sachen gesetzt habe. Ist ein bisschen blöd, aber so ist es halt. Ja gut, okay, wir sind es ja nun gewöhnt, wie es funktioniert. Wir sollten nichts verloren haben. Das ist nur blöd, dass wir jetzt zum nächsten Checkpoint rauskommen. Das war jetzt nicht so geplant. Ist das derselbe jetzt? Weiß ich jetzt nicht. Schaut mal nur 10 Meter hier. Okay. Aber Silber haben wir dabei. Nee, das passt schon. Okay, gut. Ja, ist blöd. Ich muss mal mir noch ein bisschen Sauerstoff machen. Dafür brauche ich aber Eis. Und Eis habe ich nicht. Ja, ist okay. Krieg mal hin. Weißt du was? Ich hole mir mal jetzt noch ein bisschen Eis. Weil das nervt. Das ist nicht schön, wenn man ständig hier. So. Hallo. Der will nicht. So. 2, 4, 6, jawohl. Okay. Ja, das ist nicht so prickelnd, ne? Warte mal, hier muss ich hin. Dann machen wir erstmal das hier. Hat es bloß für 2 gereicht. Warte mal. Gut, haben wir. Das ist unsere Reserve. Jetzt muss ich nochmal gucken, wir brauchen. Das brauchen wir nicht. Wir brauchen das hier drüben, ne? So, den können wir schon mal bauen. Den haben wir. Wo ist er denn?
Ach, der baut den so. Ach, das ist ja genial. So ein 3D-Drucker ist das. Okay, haben wir. Gut, dann braucht man das. Da brauche ich Goldbarren. Wie viel brauche ich denn davon? Eins. Dann brauche ich zwei Goldbarren, zwei Silber und fünf Eisen. Eins. Okay. Ja, kostet aber auch nicht wenig, ne? So, haben wir auch. Baut er das? Schön, wie er es hochzieht, ne? So, dann brauche ich noch drei davon und zwei Energiezellen. Na gut. Drei davon brauche ich. Wow. Drei, das heißt, ich brauche drei Silber, sechs davon und sechs davon. Drei Silber habe ich gerade so. Da habe ich so schön hergestellt. Denkst du dir, ne? Nee, kann man nicht. Okay, ja, deine Prozentanzeige, das ist auch nicht schlecht. Und hier hast du es in Real Life, wie er es herstellt. Sehr schön. Nummer 1. Ja, ist cool. Also kannst du nicht meckern. Gefällt mir schon das Spiel. Subnautica kenne ich bloß vom Zuschauen. Das habe ich mir damals bei jemandem angeschaut oder bei mehreren sogar. Aber war mir dann mit der Zeit auch ein bisschen öde irgendwie. Weiß auch nicht. Und wie gesagt, wenn das dann schon so alt ist, also was heißt alt? Ich habe ja auch alte Spiele, aber ich brauche nicht noch mehr alte Spiele, ne? Also nimmt es mir da nicht übel, wenn ich das dann nicht zocke. So, ich glaube, das kriegt man hier gebacken. Energiezelle. Hier, was brauchen wir? Oh, wow, ich brauche nochmal Silber. Kabelkohle. Das ist ja mal heftig. Zweimal Batterie und viermal Silber. Ich habe wirklich kein Silber mehr. Boah. Das ist ja schon. Warte mal, ich muss erstmal was trinken. Haben wir was dabei? Nee. Aber dann geht's los. Dann können wir hier auf jeden Fall. Ja, das weißt du ja vorher nicht, ne? Kann ja das auch nicht wissen. Wie, was, wann, wo. 30, 60. Nehmen wir mal eins von jedem. So, das passt. Sunny-Päckel habe ich keins mehr. Ich weiß gar nicht, ob wir es herstellen können. Können wir ja mal irgendwann schauen. Auf der anderen Seite war hier jede Menge Zeug, ne? Wir können auch nochmal da drunter in die. Und zu dem Vieh rein können wir auch nochmal hin. Das machen wir auch noch. Ah, da freue ich mich schon drauf. So. Silber. Hat man in der Höhle noch Silber? Hier in der Basis? War da nicht auch noch ein Brocken? Komm, da braucht man nämlich keinen Sauerstoff eventuell. Den hat man zwar abgebaut, aber es kann natürlich trotzdem sein, dass er. Dass der wieder nachgespawnt ist. Muss mal gucken, hier hinten links, oder? Nee, der ist weg. Den hat man schon. Gut. Ja, kann ja sein, der spawnt wieder, ne? So, da geht's raus. Aber da war ja noch was. Siehst du, da hätten wir vor uns zwischentanken können, ne? Habe ich auch nicht dran gedacht. Ja, wenn er hier nochmal ergiebig ist, falls er nochmal hier nachspawnt. Sau cool. Drei, zwei, eins, meins. Da ist es weg. Hier unten haben wir noch Gold. Gold wäre auch nochmal eine Tatsache. Habe ich eine Batterie mit? Ja.
Also 30, 35 brauche ich für die Rückkehr. Charge. Ich frage mich gerade, ob der auch leere Batterien nimmt. Ob es eine Abfrage gibt, ob die voll sind. Ich nehme noch mal ein bisschen Gold mit, ne? Sehr gut. Okay, geht's nach Hause? Ja, ich bin gespannt. Was ist denn das da drüben? Leuchtende Dings. Ich weiß nicht, ob das nur eine Umrandung ist. Oder ob das was anderes ist an Gestein. Ja, das passt schon. So, machen wir noch zwei Energiezellen und dann können wir das erste testen und das zweite. Und ja, schön. Dann werden wir noch mal ein paar Sachen bauen hier. Hier richten wir uns oben irgendwie einen Wohnbereich oder irgendwas ein. So, warte mal, ich prüfe mal ganz kurz. Eins, zwei. Das ist ja das, was wir brauchten, ne, glaube ich. So, damit haben wir jetzt alles. Was haben wir denn jetzt noch übrig? Ein bisschen Gold, das können wir mal hier reintun. Das brauche ich, glaube ich, nicht. Und Silber haben wir noch eins übrig. Das ist ja gar nicht so viel, ne? Gut, dann gehe ich mal hoch. Wenn das jetzt mit der Energie nicht reicht, müssen wir Energie nochmal nachschieben. Aber das werden wir gleich sehen. So, fangen wir mit dem an hier. Okay, was steht hier? Skipperwegel. Kein Bild, kein... Craft. Go to push. Complete build. Note, you can push your vehicle ghost. Du sagst, du sagst, hast du Bild. Hä? Ach so. Das ist also jetzt hier so eine Geisteransicht, so ein Schema, sag ich mal. Ne? Und ja, complete. Mein Gott, was soll der Geiz? Ups, warum bin ich jetzt in die Hocke gegangen? Was soll das? Haben wir jetzt beides gebaut? Nee. Ja, ich habe hier keine Luftschleuse, aber das ist nicht so schlimm. Ich finde das eigentlich ganz angenehm, hier durch meine Gänge zu flitzen. Habe ich noch was dabei? Essen, Trinken oder so? Sauerstoff? Nö. Läuft. Hat er wirklich die leeren Batterien genommen? Scheint so. Hat er beides gebaut? Ach nee, das ist das. Und Jetski! Sieht gut aus. Ja, sieht ein bisschen wie das Moped aus bei Prefetch, ne? Also das sieht natürlich ein bisschen anders aus. Ein bisschen einfacher. Hier hinten ist die Batterie, die kannst du dann wahrscheinlich... Ah, die kannst du tauschen, okay. Ja, sieht auf alle Fälle schon mal gut aus. Kannst nicht meckern. Und dann wollen wir auch aufsteigen. 450 Meter. Der hat so einen Radarscanner oder irgendwas. 9 Meter, 10 Meter. Rückwärts. Wie schnell bist du? 11, 12. Vorwärts. Ja, ist okay. So, wir können erstmal gucken. Bin mir nicht sicher, ob wir dahinter kommen. Wir können das gerne probieren. Wie sieht es denn mit Sauerstoff aus? Wir haben hier keine Sauerstoffatmosphäre, okay. Habe ich Sauerstoff dabei? Nein. Ja, der ist gut unterwegs. Wie steige ich denn ab? Mit F? Okay.
Okay, gefällt. So, ich brauche noch mal Eis, aber ach so, das brauche ich dann für das andere. Ich brauche noch mal Eis. Ach so, habe ich das andere jetzt weggetan? Nö, habe ich nicht. Wartet mal ganz kurz, das eine will ich mal wegmachen. Das haben wir ja, auch wenn das jetzt doppelt gemobbelt ist, aber Delete. Ja, das Laufen über die Treppen ist noch nicht ganz so rund, ne? Das ruckelt so ein bisschen. So, das können wir wegmachen. Das andere haben wir auch. Sehr schön. Dann sehen wir auch, was wir im Inventar haben und wenn uns was fehlt. Na? Falls wir irgendwie das zufällig raus tun, dann sehen wir das nämlich gleich. Das ist auch schön. Ich brauche nochmal ein paar davon. Und Eis brauche ich. Ich kann auch nochmal hier drüben schauen, ob wir hier drüben noch was hingetan haben. Nö. 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 Alles gut. Ups. Okay, dann schaue ich hier nochmal. Hat sich was verändert? Nein, die zwei Sachen sind geblieben. Dann hole ich mir doch mal hier ein bisschen Eis. Eins. Zwei. Wo haben wir noch eins? Da hinten. Ja, das kann ein bisschen dauern. Da ist auch nochmal ein Kanister da oben. Da ist auch noch ein bisschen Eis. Drei. Vier. Fünf. Komm, mach schon. Sechs und zurück. Oh, das ist weit. Das ist wieder weit. Morning. Volle Pulle, hä? Ja, mit einem Schwung würde ich sagen, kommen wir. Oh, es ist nachgespawnt, das ist sehr gut. Würde ich sagen, kommen wir bestimmt so 50, 60 Meter, ne? Warum wir eigentlich auch nicht unser schönes Moped nehmen, weiß ich auch nicht. Morning. So, wir fliegen direkt durch die Tür rein. Sauerstoff wollte ich machen. Genau, gut. Okay. So, dann brauche ich noch ein bisschen Kupfer. Eins, zwei. Fünf, sechs, so. Eins. Zwei, Warning. drei, vier, fünf, sechs, wunderbar. Nee, halt andersrum, das sollst du machen. Da ist noch irgendwo Eis. Da unten. Okay, alles andere wird sich geben. Da haben wir erstmal wieder. Muss auch mal sein, ne? Dann seht ihr das, wie ich hier die ganze Zeit immer rumfische. Und euch wird das auch nicht anders so gehen, wenn ihr das in Prolog hier spielt oder euch das dann später kauft. Es wird sich sicherlich was ändern, was die Vorräte hier angeht. Also dieses Nachspawnen wird auf jeden Fall wegfallen, denke ich. Da braucht man nicht reden. Das wird auf alle Fälle verschwinden. So, Nickel haben wir, ja. Achso, das war das. Okay, dann würde ich mal sagen, was wollte ich jetzt eigentlich machen mit euch? Was wollte ich machen? Wollte ich noch was bauen? Das Auto wollte ich bauen, ne? Gut, ich denke, wir haben das eigentlich getestet. Finde es so nicht schlecht. Wie geht man hier rein? Interagieren. Mit F, mit E.
Mit der linken Maustaste, okay. Ups, nicht anecken. Ja, macht auf alle Fälle Tutti Paletti, ne? Er scheint aber trotzdem so eine Art Radar drinne zu haben, damit er hier sieht. Naja, ändert die Meter. Schon heftig. Weiß nicht, was das für ein Kalmar ist. Ich gehe mal hier rein. Eisen, 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 Wasser. Okay, nehme ich. Muss ich was nehmen? Sauerstoff? Wäre eine Idee, ne? Was bist denn du für eins? Bist du böse? Das ist aber eine Lebensform, ne? Ich glaube, die ist nicht nett. Oh wow. Alter, der zieht mir das Leben ab. Der zieht mir das Leben ab. Ich muss mal gehen hier. Danke. Der hat mir aber ganz schön am Leben rumgesaugt hier. Was ist denn, wenn ich da reinfliege? Der nimmt es nicht, der nimmt... Oh, weißt du. Das ist doch nicht dein Ernst, oder? Jetzt hat er das... Och. Das ist aber Auto. Das ist schon ein bisschen... Bisschen nicht so schön. Okay, wir machen mal ganz kurz was. Damit ich hier ein paar Ressourcen habe, logge ich mich mal ganz kurz ein und aus. Ja, wir speichern mal. So, da seht ihr das auch. Dann geht er ins Menü zurück. Warte mal, da geht er ins Menü zurück. Einmal ja, bitte. Dann einmal play, einmal hier, einmal da. Dann Leder kurz. Und dann habe ich wieder ein paar Ressourcen, denn ich brauche... Ich nehme extra den Sauerstoff und dann sagt er, der nimmt das nicht. Das ist doch... Linke Maustaste. Schon ein bisschen frech. So. Komm mal her hier. Das ganze Zeug. Weg. Hallo. Stehen bleiben. So, machen wir mal 4 Stück oder so. Da brauche ich noch 2 Kupfer. 1, 2. Und jetzt muss ich 8 von denen einsammeln. 4. Fünf. Sechs. Also damit haben wir auch getestet. Auf dem Fahrzeug geht das nicht. Der verbraucht das zwar. Ja, das Geräusch war eindeutig zu hören. Aber wir haben keinen Effekt davon. Der hat wahrscheinlich das ins Treibstofftank hier reingeboostet. Ich weiß es nicht. Kann sich nicht sagen. Keine Ahnung. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Jo, dann haben wir Sauerstoff. Gut. Ja, das Positive ist, wir haben wieder 100% Leben statt 67. Aber das ist eigentlich nicht das, was ich wollte. Ja, ich hoffe, wir sind nicht zu nah dran. Ich würde gerne mal reinfliegen mit unserem Mobil. Mal gucken, was drin ist. Und dann sehen wir weiter. Ja, ein bisschen ärgerlich ist schon. Ne? Wir sind ziemlich nah dran, wenn wir bei dem sind. So, okay. Gut, ich nehme jetzt mal einen Sauerstoff. Jawohl, haben wir. Haben wir was zu trinken dabei? Ein 60er Wasser nehmen wir auch. Und was zu essen können wir auch nehmen. Super, dann haben wir das wieder. Ja, unser Dings ist durch das Sterben jetzt weg. Unsere Übersicht. Aber wir sollten ja nichts eingebüßt haben. So, ich werde jetzt mal probieren, da reinzufliegen. Ah, siehst du, hier oben ist überall Quarz, ne?
weiß nicht, ob der uns folgt, das werden wir sehen. Okay, der folgt uns nicht. Oh, Location is not available. Bla 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 bla, im Prolog, für den Prolog. Das ist aber schade, aber sieht verdammt gut aus hier drin. Ja, da bin ich gespannt, was wir da finden werden eines Tages. Das muss ich jetzt bloß noch rauslassen, das wäre super. Schade, dass ich keine Geschütze habe. Okay, da waren wir drin. Da hinten waren wir auch. Ich fliege erstmal schnell zurück, warte mal. Einen Sauerstoff müssen wir nehmen. Also die Batterie hält ziemlich lange, das ist schon mal ein Fakt. Jetzt bauen wir uns noch das Mobil. In der Station da drüben waren wir schon, ja. So, damit wir es auch wiederfinden, parken wir es hier ab. Jawohl. Okay. Ja. Passt schon. Man kann auch mal sterben, ne? Muss man ja auch testen, was die Auswirkungen sind. So, dann bauen wir uns das gute Stück hier. Ja, mach mal. Bau das Ding. So, wir kommen. So. Sehr gut. So, sollen Sauerstoff bereitstellen. Lagerkapazität. Wir schauen uns das mal an. Das hat hier eine Batterie. Und auf der anderen Seite wahrscheinlich auch, genau. Und die müsste man dann wechseln, wenn die leer sind. Ne? Dann haben wir hier Storage. Okay. 15 Slots. Das ist vollkommen cool. Also das reicht. Und sieht schon sehr futuristisch aus. Also macht auf alle Fälle Spaß. Hat er beidseitig? Oh. Module. Empty, empty, empty. Health. Power. Use Repair Toolkit. Ah. Oh, das ist ja cool. So, ich will mal einsteigen. So, jetzt sind wir drin. Und unser Sauerstoff ist nach oben gegangen, ne? 79, 78, 77. Wir steigen wieder ein. Und bums, ist es gefüllt. Cool. Wir geben Gas. Oh, wow. Was? 10 Meter pro Sekunde? Kannst ja wohl, das kannst ja wohl knicken. Ey, das ist ein Düsenjäger im Weltall. Wie weit kommen wir denn hier? Die Struktur interessiert mich hier drüben. Die will ich mir mal anschauen. Vielleicht haben wir gleich eine Alpha-Wand. Auf Aufschlag vorbereiten. Ah ja. Location not available. Habe ich ja gesagt, ne? Was haben wir denn hier drin Schönes? Kanister, Kanister, Container. Okay, hier kommen wir nicht lang. Ja, dann probieren wir es hier nochmal. Wie weit wir kommen. Ich denke, hier wird es aber auch bald. Ja, wir sind schon mal angeeckt, ne? Ja, müssen wir mal gucken, ob wir noch eine weitere Folge machen. Im Moment kommen wir da noch hin. Scheint wirklich so... Aha. Wow. Okay, dann probieren wir es hier nochmal. Wird wahrscheinlich auch gleich Aufschlag sein hier. Hier komme ich auf einmal ran, ne?
Keine Ahnung, was das ist. Irgendein Modul? Vielleicht ein Biomodul, weil es so grün ist? Sprich Essen oder irgendwas? Weiß ich nicht. Da drüben ist dasselbe. Könnte auf alle Fälle sein, dass das hier so eine Fähre ist für ja, Essen, Trinken, was auch immer. Also sprich Pflanzenabteilung, Nahrungsabteilung, ihr wisst schon. Ich komme jetzt nicht auf den richtigen Namen. Wir können hier gerne nochmal hinterfliegen. Aber ich glaube, hier wird es auch gleich uns zurückwerfen. Ah ja, da ist es schon, okay. Dass wir die Container nicht aufbekommen haben. Das werde ich nochmal probieren. Kommen wir hier rein? Wir haben Sauerstoff. Use Mining Tool. Ich use. Was haben wir bekommen? Gargoyle Seed. Können wir anpflanzen? Haben wir was zu happen, pappen? Okay. Hier der Fungus. Fungus Galacticus. Nicht verfügbar. So, warte mal, jetzt muss ich hier mal gucken. Wir haben ja aber keine Anzeige, ne? C4. C4? Ich hoffe, da ist kein C4 drin. Nee, ne? Das tut sich nicht aus hier. Das ist nicht verfügbar. Okay, das wird dann sicherlich auch ein Samen sein. Irgendein Pilz. Iridium. Das ist hier der andere Gargulsamen, ne? Oh ne, warte mal, die sind das hier. Die Früchte. 25 Essen. Echt? Cool. Wenn ich den fallen lasse, was habe ich davon? Nix. Ah, hier gibt's Nickel. Guck mal. Ne, das brauche ich jetzt nicht, ja. Das merke ich mir. Ach, das ist hier der Pilz. Fungu. Sind das unterschiedliche Pilze? Nee. Wie viel brauchen wir denn davon? Na, ich überlege mir das mal. Wir schauen das mal noch weiter. Können wir nicht nutzen? Hier haben wir Pilze. Ah, das ist ja mal genial. Schön. Irgendwas braucht man den Pilz noch, ne? Ich weiß bloß nicht was. Irgendwas war noch bautechnisch. Okay, gut. Ich denke, ich bin voll. Trinkenmäßig habe ich nichts. Oh ja, doch hier. 60, 20. Das kann ich mal nehmen. Dann kann ich noch einen Pilz mitnehmen. Pilze sind immer gut. Na, bist du ja. Ja, ich könnte natürlich jetzt hier noch voll rammeln, aber ich sehe da gerade den Sinn nicht drin. Ja, also wie gesagt, mich erinnert es viel mehr an Brief Edge mit einer Mischung aus Subnautica, Astroneer. Und diversen anderen. Wir schauen hier nochmal, was das für ein Teil ist. Das sieht aus wie Triebwerke hier hinten. Okay, Prolog. Kommt man nicht ran. Aber das Ding gibt richtig gut Gas. Aber 10 Meter stimmt ja wohl nicht. Ne? Eher 100 vielleicht. Aber 100 pro Sekunde stimmt da auch nicht ganz. Aber coole Sache. Und wo waren wir jetzt gewesen? Eigentlich da hinten irgendwo. Da waren wir gewesen. Fungus Planet. Komm, ich schau hier nochmal. Mal sehen, ob hier auch so ein unfreundlicher Roboter ist. Ne, hier ist keiner. Ne, kann ich nichts. Ja, da bin ich ja mal gespannt, was hier dann für Ressourcen drin sind. Aha. Was sind das hier? Reaktoren oder irgendwas?
Kühltürme? Keine Ahnung. Aber das Schiff gefällt mir auf jeden Fall. Das sieht richtig Hype aus. Also da. Alle Achtung. Ja, coole Geschichte, muss ich mal sagen. So, wie liegt man denn in der Zeit? Schon wieder ziemlich. Nee. Gib die mal wieder her. Was? Ach, ich kann die nicht aufnehmen. Oh, was haben wir denn hier bekommen? Das gute Glas hier. Warte mal. Kann ich was trinken? Das sind alles große. Ja, schick. Also das fetzt auf jeden Fall, kann ich euch jetzt schon sagen, das fetzt. Und vor allem mit dem Ding hast du hier jetzt wirklich ganz andere Reichweiten. Ja, was wir haben wir uns am Anfang hier abgemüht. Aber das ist echt cool. Da kannst du nicht meckern, ne? Ja, haben wir einen Lamborghini davor geparkt, sehr gut. Sieht aber wirklich aus wie so ein alter Ferrari oder so, ne? Ferrari, Lamborghini, könnte auch sein. Am Ende haben die ja immer mehr oder weniger dasselbe Design mit ein paar kleinen Unterschieden, ne? Ja, schöne Sache auf jeden Fall. Wir haben den Fungus. Was konnte man denn irgendwie, konnte man was mit dem Fungus noch anfangen? Fungu, Zidu, irgendwas. Was haben wir denn mit dem Fungus gemacht? Hier ist das Glas. Das wollte man nicht haben. Din, 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 din. Ach hier, Stoff brauchte ich für die Sunny-Päckel. Tja, da bin ich jetzt so überfragt. Aber das macht nichts. So. So, ich räume das mal ganz kurz hier ein bisschen aus. So, das machen wir so. Und das machen wir so und dann können wir vielleicht noch. Jetzt habe ich natürlich keinen Schrank für die ganzen schönen Sachen hier. Halt, warte mal. Das ist Silber, das hätte ich gerne hier. Die Glasabteilung ist hier. Das kommt darüber. Hier tun wir mal die ganzen Exoten rein jetzt. Oh, guck mal. Ein Erdpalmenbäumchen. Ich glaube, mit den Blumentöpfen oder so konnte man da irgendwas machen, ne? Ich weiß es nicht mehr. Sortieren. Dann werfen wir das mal noch mit rein. Okay, haben wir. Sortieren wir mal das hier. Haben wir auch. Was haben wir hier jetzt noch? Können wir das noch mit rein tun? Und die drei. Kann das mit rein? Und. Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Nehmen wir das Nickel noch dazu. Da kann man das Wasser reintun und das Bäumchen. So, dann lassen wir das mal so, wie es ist. Okay, dann würde ich mal sagen, wir nehmen das Werkzeug in die Hand und ja, ich denke, wir werden noch eine vierte Folge machen, denn ja, ich weiß jetzt nicht, ob es sich lohnt, ganz ehrlich. Warte mal, Maschinen. Wir haben die ganzen Maschinen. Die will ich aber jetzt auch nicht mehr bauen. Wir haben den Vehikelmodifikator. Da könnte man jetzt noch was für das Vehikel reinbauen. Ne? Keine Ahnung, was da noch reinkommt. Aber wenn wir das Spiel spielen, wollen wir auch noch was entdecken. Toolmodifikator. Könnten wir unsere Werkzeuge aufmotzen. Dann haben wir noch den Base Colorizer. Ich gehe mal davon aus, dass das hier was für, dass wir hier die Wand bunt machen können oder ein paar schöne andere Ornamente irgendwas setzen können. Keine Ahnung. Den Schmelzer haben wir, den Charger haben wir, das ist für die großen Zellen, den können wir auch machen, den haben wir, den Fabrikator haben wir, den Verbesserten haben wir, die Upgrade-Station, baubare Objekte werden, Tools, Modul, also Module und Werkzeuge können hier verbessert werden, es benötigt nur Strom und die Materialien, um zu funktionieren. Dann haben wir das Tool, was wir drüben haben, die Sauerstoffstation. Naja, sehe ich jetzt gerade den Sinn nicht, ob das jetzt ein Rucksack für uns ist. Haben wir noch ein Silber? Eine Powerzelle. Was brauchen so eine Powerzelle? Zwei Silber. Und eine Batterie.
Naja, wenn wir alles so hätten wie Batterien, ne? So. Ach, den Laser wollte ich noch bauen, siehst du? Ja, weißt du was? Warte mal. Dekoration wollten wir auch noch machen, den Laser noch, da kriegen wir noch eine Folge hin. Da machen wir noch eine Folge. Gut, entschieden, da machen wir noch eine Folge, bisschen Einrichtung, bisschen Laser, dass wir das auch mal sehen. Ja, dann ist das auch cool. Freue mich. Sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao und vielen Dank fürs Einschalten.